Ich grüße Sie. Es ist mir eine große Freude, heute hier sprechen zu dürfen über die Geschichte der Sturmstillung, die mich schon viele Jahre beschäftigt. Und dass ich heute hier spreche, ist für mich eine kleine Revolution, denn ich bin katholisch getauft. Ich habe viele Jahre in katholischen Gemeinden verbracht und da war eine predigende Frau immer undenkbar. Und soweit ich informiert bin, ist das heute auch noch so. Umso größer ist die Freude für mich, heute hier mit Ihnen in Dialog treten zu können über diesen schönen Text. Und das in der gedanklichen, künstlerischen und spirituellen Weite, die ich hier an St. Petri in den feministischen Gottesdiensten schon erleben durfte. Ich habe schon viele Predigten zur Sturmstillung gehört. Und immer blieben die Geistlichen dem wunderwirkenden Jesus treu, dem Retter, der selbst die Naturgewalten beherrscht und der von uns Glauben und Vertrauen fordert. Letztlich lief alles Deuten immer darauf hinaus, dass der Mensch in den Stürmen des Lebens besser beraten ist, wenn er in sich Gottvertrauen findet. Jetzt weiß ich nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass ein wetterbeherrschender Jesus in mir Gottvertrauen auslöst. Deswegen blieb ich mit dieser Deutung immer unzufrieden und auch ratlos. Und vielleicht kennen Sie dieses Gefühl der Ratlosigkeit, wenn man das Gefühl hat, dass wir biblischen Texten Unrecht tun, wenn wir sie zu kindlich lesen oder zu wörtlich lesen. Ich möchte Sie daher einladen, eine andere Leseweise zu wagen. Eine Leseweise, in der wir auch mal etwas riskieren und in der wir uns von der tröstlichen Rettungsbotschaft wenigstens für einen Moment lösen, die wir allzu gern vorschnell in biblische Texte hineinlegen. Riskieren wir gemeinsam einen Blick auf die metaphorische und die mystische Tiefe dieses Textes, und riskieren wir es auch einmal, diesen Text vielleicht als Skizzierung eines inneren Prozesses zu lesen. Eines inneren Prozesses der Verwandlung, der spirituellen Transformation. Jesus ruft die Jünger und Jüngerinnen zur Überfahrt ans andere Ufer. Auch wir sprechen von neuen Ufern, wenn wir aufbrechen, wenn wir eine Entwicklung meinen, wenn wir zu neuen Lebensweisen vorstoßen, zu einer neuen Haltung, zu einem neuen Kapitel in unserem Werden. Und das Boot ist darin ein beredtes Bild für die menschliche Seele. Es liegt auf den Wassern des Lebens und in diesem Boot fühlen wir uns mal sicher, mal in Gefahr, mal beweglich und mal von fremden Kräften bewegt. Und so kann man das Boot sehen als Bild für menschliche Identität überhaupt,
für biografisches Gewordensein, auch für spirituelles Bewusstsein. Letztlich also für ein Leben, das in jeder Person einzigartigen Ausdruck findet. Plötzlich sind sie da, der Sturm und die Welle, und das Boot droht zu kentern. Vorwurfsvoll fragen die Jünger Jesus: Macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Ich weiß nicht, ob sie sich so ertappt fühlen wie ich, wenn ich diesen Vorwurf höre. Denn ich habe viele Male so gebetet: Kümmert es dich nicht, wie ich leide? Lässt du mich wirklich sehenden Auges zugrunde gehen? Und das ist ein Gebet, dass man Leidenden wohl nachsieht. Der Vorwurf der Jünger aber entlarvt streng genommen eine ganze Tradition des Betens. In dieser Tradition klagen wir Gott vielleicht nicht wörtlich an und wir machen ihm vielleicht keine Vorwürfe, aber wir machen ihn unserem Glück dienstbar. Und dann beten wir solche Dinge wie: Gib, dass mein Partner zurückkommt. Lass nicht zu, dass ich meine Arbeit verliere. Lass nicht zu, dass ich Angst haben muss. Mach mich gesund. Lass nicht zu, dass ich einsam bin. Und das liegt daran, dass wir sehr konkrete Vorstellungen davon haben, was gelingendes Leben ist. Und in diesem Modell haben wir wenig Platz für Schmerz, für Scheitern, für Konflikte auch. Wir haben den Glauben tief verinnerlicht, dass uns sozusagen per Geburtsrecht Glück zustünde, Wohlstand, Zufriedenheit, Gesundheit. Und wir leben natürlich in einer Gesellschaft, die sich sehr interessiert für Jugend, für Vitalität, für Wohlstand, Fülle, Sicherheit. Und diese Gesellschaftsform bestärkt uns darin, unsere Selbstbezogenheit für einen gesunden Ausdruck von Leben zu halten. Wir hängen unser Glück sehr oft an ein Gefühl der Unversehrtheit und der Sicherheit. Und dann sind wir geradezu verkrümmt in unserer Angst, wenn wir beten und Gott bitten, diese Sicherheit zu wahren oder wiederherzustellen. Und darin können wir Gott eigentlich nur denken als Verhinderer des Übels, als Abwender des Leidens, als die Kraft, die unsere Unverletzbarkeit garantieren soll. Und ich frage mich, was ist das für ein Gottesbild, das wir damit pflegen? Und darüber hinaus, was ist das für ein Menschenbild, was wir darin pflegen? Jeder von uns kennt die Erfahrung, dass aus dem Schmerz
die Endlichkeit grüßt. Und die Endlichkeit aller Dinge und auch unsere eigene. Wir sind radikal verletzbar in allem, was uns ausmacht. Unser Körper altert und krankt. Und wir beginnen viele Dinge, die wir nie zu Ende führen können. Wir beginnen viele Dinge, die wir nie klären können, heilen können, verstehen können. Und letztlich sterben wir alle als Menschen, die viel Unvollendetes hinter sich lassen. So sehr wir uns auch darum bemühen, alle Dinge zu Ende und zu einem guten Ende zu bringen. Und das ist die radikale Verletzbarkeit, die uns vom Leben gegeben ist. Das sind Naturgesetze, denen wir unterworfen sind. Und wenn wir Gott darum bitten, uns diese Gesetze zu ersparen, worum bitten wir da eigentlich? Wir bitten Gott darum, uns Tiefe zu ersparen. Die Tiefe der Traurigkeit, der Wut, der Zweifel, der Auseinandersetzungen und der Suche. Und letztlich bitten wir ihn darum, uns das Leben zu ersparen, das sich durch uns einen einzigartigen Ausdruck sucht. Freilich gibt es auch die radikale Verletzbarkeit, die wir einander zumuten. Selbst noch die Würde, die uns das Grundgesetz garantieren möchte, ist ständig in Gefahr. Jeder Mensch kann die Würde eines anderen verletzen, vereiteln. Und das sehen wir überall auf der Welt. Und doch ist die radikale Verletzbarkeit des Menschen kein Makel und kein Versehen und nichts, wovor wir gerettet werden müssten. Sie ist unsere eigentliche Würde. Und als unsere Würde bringt sie zwei Wirklichkeiten menschlichen Lebens hervor. Die eine Wirklichkeit ist, Leben ist ein Geschenk. Wir haben das auch im letzten Gottesdienst gehört. Wir können Leben nicht an uns reißen. Wir können es uns nur schenken lassen. Und dieses Geschenk bedeutet auch ein Geworfensein in eine Welt, deren Gesetze wir anerkennen müssen. Die Endlichkeit und das Eingebundensein in Zusammenhänge, die wir gestalten können, aber die wir nie kontrollieren können. Die andere Wirklichkeit ist, Leben ist heilige Verantwortung. Verantwortung jedes Einzelnen dafür, dass es dem Nächsten wohlergehe. Unzählige Leiden auf dieser Welt sind vermeidbar und werden dann enden, wenn genügend Menschen sich dafür einsetzen, dass andere Wege beschritten werden. Wenn diese radikale Verletzbarkeit unsere Würde ist, dann ist sie auch Quelle tiefer Gotteserfahrung. Und dann ist sie letztlich auch Quelle lebendiger Beziehung zu Gott, zu unserem Nächsten und zur ganzen Schöpfung.
Und die Sturmstillungsgeschichte gibt uns das deutlich zu verstehen. Die Jünger rufen ja im Angesicht ihrer Verletzbarkeit Jesus herbei. Und sie möchten gerne gerettet werden. Und Jesus befiehlt dem Sturm zu schweigen und dem Wasser sich zu beruhigen. Und es tritt Stille ein. Und jetzt könnte man meinen, die Jünger freuen sich und bedanken sich und sagen, das ist ja ein Anlass zu feiern. Und stattdessen heißt es aber im Text, da überkam sie große Furcht. Haben Sie sich das auch gefragt, warum die Jünger in großer Furcht sind, obwohl Jesus sie gerade gerettet hat? Warum ihre Todesangst einfach nicht zum Ende kommt? Ich kann es mir nur so vorstellen. Und viele Bilder setzen das auch in Szene, Bilder von Jesus, wie er mit drohender Geste mit den Elementen spricht, mit zornigem Gesicht. Als Jesus mit dröhnender Stimme den Sturm und die Wellen zum Schweigen bringt, erhalten die Jünger einen Einblick in eine andere Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, die sie vorher nicht mal erahnten. Sie begreifen, dass Gott nicht nur das Säuseln ist, in das der Sturm überführt wird, und dass er nicht nur die Ruhe des Wassers ist, nachdem die Welle abgeklungen ist. Sie sehen den Sturm im Gesicht des Christus und die peitschenden Wellen im Gesicht des Christus. Und sie sehen, dass nur er, der sturmgleich und wellengleich ist, die Elemente beruhigen kann. Es ist ein Moment mystischer Schau. Sie begreifen, dass Gott selbst Sturm und Woge ist, das Tosen und die bodenlose Erschütterung. Können Sie diesen Schrecken nachvollziehen, wenn Sie annehmen müssten, dass Gott nicht nur die Heilung ist, die Sie für Ihre Krankheit erbitten, sondern dass er Ihnen als Krankheit begegnet? Dass Gott nicht nur die Versöhnung ist, die sie sich wünschen, sondern dass er ihnen als Zerwürfnis begegnet. Dass Gott nicht nur die Ruhe ist, die sie erhoffen, sondern dass er ihnen als Angst begegnet. Ist das für uns denkbar? Haben wir es vielleicht sogar schon erfahren, aber dann wieder von uns gewiesen, weil es uns zu sehr schreckte? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ein Wagnis ist, diesen Schrecken zuzulassen, ihn auszuhalten, gegen unsere Denkgewohnheiten und gegen unsere Sehnsucht auch nach konfliktloser Ruhe. Aber dann geschieht etwas Bemerkenswertes. Etwas wird fühlbar und denkbar und erfahrbar, dass Gott nämlich in allen Dingen ist. Dass er in allem gegenwärtig ist, auch im einbrechenden Anderen, das meine ganze Ordnung in Frage stellt,
und das mich lockt und fordert, über mich hinauszuwachsen und in eine neue Lebendigkeit zu wachsen, die mich immer wieder zur Ungewissheit zwingt. Etwas wird erfahrbar, dass Gott nicht nur da aufscheint, wo die Dinge lieblich sind und harmonisch und heil, sondern auch da, wo ich bebe und ächze unter Fragen, in deren Antwort ich erst hineinreifen darf. Auch und gerade im Dialog mit meinem Nächsten, dessen Anderssein für mich vielleicht eine große Herausforderung ist. Jesus fragt die Jünger nach der Sturmstimmung: Warum habt ihr kein Vertrauen? Und man könnte meinen, er fragt das, weil Vertrauen uns vor Verletzbarkeit schützt. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass das nicht der Fall ist. Vertrauen immunisiert uns nicht gegen Schmerz und gegen Angst. Vertrauen gibt aber unserer Liebesfähigkeit den ihr zustehenden Raum. Und in diesem Raum ist alles Brüchige und alles Widersprüchliche des Menschseins gebettet. In diesem Raum entschleiert sich Verletzbarkeit als Begegnungsfähigkeit. Und was bedeutet das konkret für den Alltag? Es kann bedeuten, dass wir nicht mehr bloß den Wunsch haben, eine schmerzliche Lebenssituation um jeden Preis zu überwinden, schnellstmöglich hinter uns zu bringen. Es kann sein, dass an die Stelle dieses Wunsches eine Bereitschaft zur Begegnung tritt. Und das Schöne ist, die Sturmstillungsgeschichte erzählt fast beiläufig, was in dieser Begegnung geschieht. Die Jünger finden Jesus auf einem Kissen schlafend. Warum wird dieses Kissen überhaupt erwähnt? Vielleicht, weil Jesus in naher Zukunft schon zu den Jüngern sagen wird: Der Menschensohn aber hat keinen Ort, an dem er sein Haupt betten kann. Ja, es mag keinen Ort geben, an den der Menschensohn sein Haupt betten kann, aber es gibt diesen Nicht-Ort, die menschliche Seele, in die Christus gebettet ist. Inmitten der Woge und des Sturms, inmitten der Erfahrung tiefer Verletzbarkeit, offenbart sich: Christus möchte in uns erwachen. Und mit ihm erwachen wir zu einem neuen Blick auf das Leben. Einem Blick, der Sturm und Stille als Ein- und Ausatmen des Göttlichen begreifen kann, aushalten kann und mehr bejahen kann.